und der hat einen Cupholder. China-Preise sind das, was ich da jetzt sehe. Die Preise für ein China. Okay, ein Cupholder. Ja, das brauchst du. Ah ja, fürs Bier. Okay, ja, stimmt. Ey, wo tust du dein Latte to go sonst hin? Ja, genau. Ich meine, Aloha, also dein Matcha. Oder dein Chai Latte. Chai Latte, ja, genau. Auf das habe ich jetzt gewartet. Oder dein Pumpkin Spice Latte. Ja, bitte, danke. Halloween ist schon lang vorbei. Wie ihr wisst, der Clemens ist Pumpkin Spice Latte Fan. Mit extra grobe Kräusel oben drauf. Unbedingt. Ja. Ich will nicht sagen, aber der ausgefallenste Kaffee, den ich trinke, ist ein Latte Macchiato. Ja, nein, der Clemens ist im Büro schon, deshalb hat er einen Kürbis auf seinem Schreibtisch stehen. Mhm, genau. Weil er ist immer der Erste, was ihn hat, und er hat jeden Tag einen dabei. Ja, immer. Ein Pumpkin Spice Latte. Immer. Okay. Du solltest das jetzt einfach mal machen. Nein. Ich meine, du nimmst gleich einen Becher und du sagst, es ist ein Pumpkin Spice, du trinkst es aber nicht. Was ist das? Du weißt nicht, was ein Pumpkin Spice Latte. Nein, es ist kein Latte, okay, sondern ein Latte. Da wird er schlecht werden. So, Languages. Gibt es eh nur auf Englisch. Der Pumpkin Spice Latte, Abkürzung PSL, wow, is a coffee drink made with a mix of traditional... It's a coffee drink, okay? Yeah. With a mix of traditional fall spice flavors, cinnamon, nutmeg and clove. Nutmeg. Mhm. Ist die, wie heißt der Schaster? Muskatnuss. Das ist was, Muskatnuss, danke. Ja, Muskat mag ich. Muskat ist geil. Dann bist du ein, das und Gewürznelken. Doch. Mag ich wieder nicht so gern. Steamed milk, espresso and then often sugar. Mhm. Zucker habe ich schon so gern im Kaffee. Top ja. With whipped cream, noch mehr Fett. And pumpkin pie spice. Pumpkin pie spice. Das ist, Kürbiskuchengewürz. Ja. The beverage is mostly commonly associated with Starbucks, which first offered a drink in fall 2003. The popular flavor has inspired a wide range of products. Oh mein Gott. Gott, ist das ekelhaft. Ich kotze schon, wenn ihr das noch seht. The Pumpkin Spice Latte can also be made iced or as Frappuccino. Das ist auch so ein Wort, was ich schon so gern habe. Upon request at Starbucks. Oh Gott, das ist sehr ekelhaft alles zusammen. War, ich meine, wer sich bei einem Starbucks was anders holt als ein Latte Macchiato oder einen schwarzen Kaffee, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Weißt du, was Starbucks richtig gut kann? Americano. Sie können aber verdammt geilen Cold Brew Kaffee machen. Das muss die Starbucks echt lassen, das ist echt geil bei denen. Echt? Also der Standard Cold Brew, der ist echt gut. Ist da Zucker drin? Ist das wirklich nur... Nein, da kommt schwarzer Kaffee, fertig, mit okay. Eiswürfeln noch drin. Okay, passt, super, lass sie durchgehen, wenn sie das machen, super. Sie haben ja noch einen Cold Brew Latte, okay, ja. Ja, lass mal auch noch durchgehen. Aber du kannst natürlich auch einen Toffee Nut Cream Cold Brew haben. Sieh ich da gerade auf der Website. Ah, was? Ein Toffee Nut Cream Cold Brew. Hm. Sanfter, samtiger Starbucks Cold Brew mit einem Hauch Vanille gekrönt mit Toffee Nut Cream, Cold Foam und Toffee Nut Topping. Das ist eine vollwertige Mahlzeit. Gehen wir heute Mittagessen? Nein, ich habe schon mein Whatever Toffee-Dings gegessen, getrunken. Ja, das reicht. Na, herrlich. Ich sag alles. Mir ist alles, was über einen Espresso, einen Latte Macchiato oder über einen normalen schwarzen Kaffee hinausgeht. Bist du narrisch? Die haben Kaffee. Die haben Toffee Nut Latte, Gingerbread Latte, Caramel Waffle Latte, Iced Cafe Latte, Flat White, okay, Ice Brown Sugar Oat Shaken Espresso, Caramel Waffle Cream Iced Latte, Iced Caramel Waffle Latte, Iced Gingerbread Latte, Iced Toffee Nut Latte. Was
bist du neu, wenn du arbeiten musst, das musst du erst einmal alles hinbringen. Ne? Boah, Ich das ist würde ja, da, wenn ich die Bestellung entgegennehmen muss, schon scheitern. ekelhaft. Java Chip Frappuccino. Ein Frappuccino Blended Beverage. Achso. Hui, Karamell Frappuccino, Cookies and Cream Frappuccino, Coffee Frappuccino, Strawberries and Cream Frappuccino. Was ist ein Frappuccino? Das ist ein Frappé. Was? Das ist wie so ein Ort, das ist dann, das ist so ähnlich wie ein Milchshake. Ah. Ja, Milchshake, Erdbeermilchshake mag ich, okay, ja, aber das war's. Und bitte ohne Kannst du auch Zucker. haben. Und Strawberries and Cream Frappuccino. ja, ich weiß, aber ohne Zucker, bitte. Das wird schlecht werden beim Starbucks. Matcha Cream Frappuccino. Na, bitte. Na, gehen wir wieder zu richtigen, wichtigen Sachen. Das ist. Also. Also wir haben rausgehört, für den Clemens gibt es nur in Pumpkin Spice Latte, das ist alles. Genau, das ist das Einzige, Das was ich ist an. das, Was der ich an Rest ist für trinke. ihn. Gut, ja, das war's zu Gogoro. Okay, passt. Nobel geht die Welt zugrunde, wollte ich gerade sagen. Also, wenn das nicht Dekadenz auf höchstem Niveau ist, dann weiß ich nicht, dieses Starbucks-Zeug. Sie haben eine Sache relativ gescheit gemacht. Sie verkaufen ja eigentlich Kaffee sekundär. Sie verkaufen ja eigentlich Lifestyle. das auch. Sie verkaufen halt extrem viel Geschmackssorten. Ich will einen Kaffee, ich will nicht mehr, ich will nur einen Kaffee und das ohne Zucker und ohne Milch. Obwohl, wie schon gesagt, Starbucks hat guten Kaffee, ja. Ja, Also das muss man sein lassen, kann das schon haben sie. sein, ja. Aber das andere sind Mahlzeiten. Ja, das andere sind vollwertige Tagesrationen an Kalorien. Aber zu Gogoro no, sie wählen Gogoro, no. genau, Gogoro no. Gogo Gachetto, was weiß ich was. Go, go, Gachetto Frappuccino. Ja, sie wählen das in Bogota, Kolumbien, Singapur und Nepal. Soll es auch kommen. Und Santiago, Chile. Okay. And in, also in Indien Und und die China. Philippinen gibt es das auch schon, Ja, gell? und in China, aber was ich gesehen habe, ja.